Gut, ohne Weste ist mir dann doch ein bisschen zu unsicher. What the heck? The fuck? Nein! Könnt ruhig alle ums Eck kommen. Da bin ich nicht, Schätze. Komm rum. Verstärkung geht hier aber langsam down, Kumpel. Und das war jetzt auch mit dir, deine Verstärkung und so ist jetzt nicht mehr. Gott sei Dank finden wir jetzt hier wieder Weste und Granaten. So, was ich aber auf jeden Fall noch gesehen habe und nicht vergessen habe, ist das ein Medikit da oben. Das wollen wir ja nicht vergessen, das ist ja höchst wichtig für uns. Ich glaube, wir bleiben jetzt aber erstmal ein bisschen noch bei der G2A2. Die hat uns ja gerade gute Dienste geleistet. Ja, aber Airship One-Hit oder wie? Schiss. Und in zwei geteilt. Aber ich persönlich kann nicht nachvollziehen, warum man das Spiel geschnitten hat. Also ich finde, es gibt wesentlich brutalere Spiele als 4. Mittlerweile wird ja auch so gut wie alles uncut rausgelassen. Warum macht man denn halt nicht nur ja, so eine neue Verkaufsaktion von 4 nochmal so in Uncut, dass man wirklich noch mal so komplette Werbetrommel für die Trilogie. Sie wissen nicht mal, wer sie sind. Für die Trilogie, ja, wird so für was weiß ich 20, 25 Euro. Alle Teile in einem Pack. Aber dann halt auch Uncut. Oh, das war eine schlechte Idee. Oh, ich hätte einfach hier hinlaufen sollen. Ja, shit. Ich hab überlebt, ne? Dann erledige mich doch. Maul hier nicht rum. Oh Gott. Meine Güte, Alter, warum fehle ich denn jetzt auch immer so krass? Mein Gott, ich bin schon zweimal jetzt knapp den Tod entkommen. Egal, Intervall 4, Infiltrierung, Beobachter, Situation, ein Vierkampf-Einsatzagent hat das HQ-Gebäude von Armor Camp erfolgreich infiltriert. Die SSI-Geletter-Eskorte wurde in einen Hinterhalt neutralisiert.
Zusätzliche US-Spezialstreitkräfte wurden in Bewegung gesetzt. Versuche, Verhandlungen mit den feindlichen Truppen einzuleiten, blieben erfolglos. Mission: Das anfängliche Missionsziel besteht darin, das Firmennetzwerk wieder online zu bringen, damit der Vier-Koordinator auf das System zugreifen kann. Der Vier-Einsatzagent begibt sich anschließend zur letzten bekannten Position des SIG-Delta-Aufklärungsteams. Mein Fresse. Suchen Sie nach Informationen auf den Laptops und hören Sie Anrufbeantworter ab, um damit Sie mehr über die aktuelle Krise erfahren. In der Tat, das tun wir auch schon fleißig. Das ATC-Netzwerk ist offline. Sie müssen das Servercenter finden und zurücksetzen, damit ich ins System komme. Vielleicht sehen wir dann, was da drin abgeht. Alles klar, da möchte jemand keinen Besuch. Huch, was war denn das? Mich spontan würde ich sagen, hier treibt ein Ninja sein Unwesen. Gehen Sie mir aus dem Weg. Ach, Paxton. Lass doch gut sein. Macht doch nicht alles immer so melodramatisch. Die Daten werden jetzt hochgeladen. Da ist ein Hinweis auf etwas namens Icarus. Das war wohl ein Bioengineering-Programm, das 1973 gestartet wurde. Hat was mit Gesundheit in Zusammenhang mit Mikrogravitation zu tun. Muskelschwund, Knochen, also. Alles klar. Ach, Moment mal. Das können wir sehr gut gebrauchen. Das sollten wir nicht liegen lassen. Sie haben eine neue Nachricht. Erste Nachricht von eine Nummer von außen. Peter? Hier Carla von Hudson Avionics. Wo sind die denn alle? Ich kann keinen erreichen. Ich muss mit Brad über seinen Entwurf reden, aber er beantwortet meine Anrufe nicht. Es ist wichtig, dass er sich schnellstens bei mir meldet, okay? Danke. Ende der Nachrichten. Gut, die Frage ist ja nur jetzt, ob das hier Brad war. Weil wenn das Brad war, dann wird er da nicht mehr allzu viel zu gucken haben. Okay, das Beinchen von ihm lässt sich nicht lang machen. Pointman wird auf jeden Fall, der Felix wird auf jeden Fall was zu lachen haben, wenn der das sieht. Das Video, wo ich da fast zweimal verreckt wäre. Aber damit wir verrecken, da muss schon ein bisschen mehr kommen als nur zwei Granaten und Replikas. Obwohl mir ja erschien, dass gerade die Replikas besonders viel Ziel, was wir getroffen hatten.